Ja, hallo in den Wahlkreis aus Berlin. Eine Sitzungswoche liegt wieder hinter uns, war wieder ereignungsreich, geprägt von einigen Fraktionssitzungen, Landesgruppensitzungen, natürlich auch Gespräche hier mit dem einen oder anderen vor Ort. Ja, die Koalitionsverhandlungen kommen jetzt in die heiße Phase. Das Koalitionspapier soll nächste Woche vorgelegt werden. Ich würde sagen, um die Worte von Olaf Scholz zu nehmen, es läuft gut. Und ich gehe davon aus, dass wir nächste Woche dann auch ein entsprechendes Papier auf den Tisch haben. Was haben wir im Bundestag beschlossen? Ja, Änderungen zum Pandemiegesetz. Und da muss ich ganz klar sagen, verstehe ich Herrn Söder und manches Bundesland nicht. Denen wird nichts an Werkzeug genommen, um der Pandemie Herr zu werden. Im Gegenteil, sie haben jetzt noch mehr Werkzeuge. Das Einzige, was man nicht mehr kann, ist, in Deutschland zukünftig flächendeckend einen Lockdown zu beschließen, flächendeckend Schulen zu schließen, flächendeckend Einzelhandelsbetriebe zu schließen, das ist nicht mehr möglich. Aber punktuell kann jedes Land entscheiden, was sinnvoll und notwendig und richtig ist. In diesem Sinne haben wir alles auch richtig gemacht. Und jetzt heißt es, gemeinsam an dieser Pandemie arbeiten, vorsichtig sein, die Hygienevorschriften einhalten. Und natürlich ein Schlüssel zum Erfolg ist das Impfen.